In der Zusammenarbeit mit Everlast konnte ich erfolgreich erstmal meinen Stundenlohn deutlich erhöhen. Das heißt, die Preise, die ich für mein Coaching auch abrufen kann. Dadurch habe ich auch nochmal eine ganz andere Gruppe an Menschen erreicht, die nochmal bereit sind, viel, viel mehr das umzusetzen, wofür sie auch mit mir sprechen überhaupt. Und gleichzeitig konnte ich meine Umsätze auch von wenigen 100 Euro im Monat jetzt auf wahrscheinlich im nächsten Monat fünfstellig anheben, sodass ich da wirklich konstant wirklich sehr gut das hauptberuflich machen kann. Ich bin Henry Götte, bin jetzt 25, bin seit 4 Jahren als Coach tätig, seit diesem Jahr hauptberuflich und in meiner Arbeit helfe ich Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, dabei unter hohem Leistungsdruck, den sie sich teilweise selber machen, teilweise im Beruf haben, trotzdem leistungsfähig zu bleiben, ohne dabei mental auszubrennen. Meine große Herausforderung, bevor ich zu Everlast gekommen bin, war, dass ich mich selber total unter Wert verkauft habe. Weiterführende Probleme daraus waren dann in dem Moment auch dadurch, dass mir meine Klienten einfach weniger Geld bezahlt haben, dass sie es auch häufig weniger wertgeschätzt haben. Also die Verbindlichkeit war eine ganz andere, die Wertschätzung meiner Zeit war auch eine ganz andere, sodass ich am Ende, obwohl ich weniger genommen habe, mehr Arbeit damit hatte, weil ich einfach ein ganz anderes Standing hatte. Ich wurde ganz anders wahrgenommen, als ich es auch heute werde. Und das hat sich einfach seitdem auch enorm verbessert. Ich bin auf Everlast Media aufmerksam geworden, genauso wie ich selber jetzt auch meine Kunden akquiriere über Instagram. Da eine freundliche Nachricht bekommen von dem Team, die mir gesagt haben, hier, dein Instagram-Auftritt ist schon total gut, du machst eine Menge richtig, du kannst aber auch noch viel optimieren und dadurch einfach auch nochmal ganz anders auftreten. Und daraus ist dann ein Gespräch geworden, ein zweites, wo mir dann ein Angebot gemacht wurde, was ich auch gerne angenommen habe. Das Beratungsgespräch mit dem Experten habe ich für mich sehr positiv wahrgenommen, weil ich gemerkt habe, dass die Person gegenüber von mir wirklich weiß, wovon sie redet. Also da war einmal eine Menge Kompetenz drin, auch die Informationen für mich verständlich rüberzubringen, mir meine Fragen zu beantworten, auch die richtigen Fragen zu stellen, damit ich vielleicht selber weiß, was ich auch wissen möchte. Und dann aber auch das Thema Verkauf nochmal ganz anders anzugehen. Weil für mich war ganz klar, wenn ich mit einer Person dort spreche, dass es am Ende auch darum geht, zu schauen, gibt es eine längerfristige Zusammenarbeit oder nicht. Und da auch diesen Verkauf nochmal ganz anders anzugehen, als ich es in den letzten Jahren meiner noch nebenberuflichen Selbstständigkeit gemacht habe, das nochmal viel eleganter rüberzubringen. Die Zusammenarbeit ist für mich im positiven Sinne sehr dynamisch, weil ich am Anfang erstmal sehr gut an die Hand genommen wurde, eine klare Struktur hatte, dass ich genau wusste, was steht diesen Monat an, was passiert im nächsten Monat, was sind auch Meilensteine, die ich wann zu erreichen habe, um zu erkennen, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Und hat sich jetzt inzwischen nach über einem halben Jahr so für mich entwickelt, dass ich genau weiß, ich habe für jedes Thema die passenden Experten, die ich jede Woche erreichen kann, teilweise sogar in mehreren Terminen, sodass ich weiß, wenn es in den Verkaufsgesprächen gerade nicht so gut läuft, habe ich da meine Ansprechpartner, läuft es gerade überhaupt in der Terminierung der Gespräche nicht gut, habe ich da jemanden, sodass ich genau weiß, ich habe immer für jedes passende Thema auch jemanden, an den ich mich wenden kann. Ich hatte am Anfang noch 2 Einwände, bevor ich mich für die Zusammenarbeit mit Everlast entschieden habe. Das einmal war für mich das Finanzielle und gleichzeitig aber auch die Frage, möchte ich überhaupt so viel mit Social Media zu tun haben? Und mich haben dann am Ende 2 Dinge überzeugt. Vor allem einmal, dass ich die Möglichkeit hatte, noch mit einer anderen Person, die ich gut kenne, die schon länger mit Everlast erfolgreich zusammenarbeitet hatte, von ihr zu erfahren, wie ihr Weg ausgesehen hat und jetzt super viel Zeit auf Social Media zu verbringen, sondern wie ich das auch effektiv gestalten kann und es wirklich nicht als etwas zu sehen, wo ich mich jetzt viel präsentieren muss, sondern wirklich einfach nur als Mittel, um die Akquise effizient zu gestalten. Und das hat mich am Ende dann davon überzeugt. Für Everlast habe ich mich am Ende entschieden, weil die mich sehr gut an den Punkt abgeholt hatten, wo ich gerade stand. Also ich habe in dem Moment gar nicht aktiv danach gesucht, nach jemandem, mit dem ich da zusammenarbeiten kann, weil ich mich schon damit abgefunden hatte, zu sagen, ich mache mein Coaching daneben her, verdiene mir vielleicht ein paar Euros zu meinem Job dazu und habe aber einfach nochmal eine ganz neue Perspektive aufs Thema Business bekommen, die sich sehr davon abhebt, was so andere Anbieter am Markt machen. Und das hat mich am Ende dann überzeugt, dass ich auch gar nicht mehr gucken musste, wer das vielleicht sonst noch macht. Für mich ist es besonders attraktiv, organisch über Social Media Kunden zu gewinnen, einfach weil es eine sehr nachhaltige Strategie ist. Das ist nichts, was von irgendwelchen Trends abhängig ist, die mal besser oder mal schlechter funktionieren oder wie viel Geld ich in bezahlten Traffic stecken kann, sondern es ist etwas, wo ich genau weiß, wenn ich den Algorithmus verstanden habe, wenn ich weiß, wie Social Media funktioniert, kann ich das immer wieder machen mit verschiedenen Themen. Und das ist für mich einfach sehr interessant, dass ich sage, auch über die Zusammenarbeit hinaus bin ich trotzdem in der Lage dazu, dieses System für mich weiterzufahren. Ein großer Vorteil in der Zusammenarbeit mit Everlast ist für mich, dass ich jetzt einfach nochmal viel mehr in der Lage bin, wirklich auch mit meinem Wissen anderen Menschen zu helfen. Ich bin der Meinung, dass niemand Coach wird nur des Geldes wegen, sondern weil auch jeder helfen möchte und bei mir ist es genauso und ich bin jetzt in der Lage, nicht nur mehr Klienten zu helfen, weil ich sie besser erreiche, sondern auch die Reichweite, die ich auf Social Media aufgebaut habe, wirklich positiv zu nutzen, um auch denjenigen zu helfen, die vielleicht am Ende nicht zu einem Kunden werden, einfach weil ich jetzt ganz anders die Menschen ansprechen und erreichen kann.
Im Privaten habe ich vor allem in der Zusammenarbeit mit Everlast davon profitiert, dass ich jetzt nochmal viel mehr dahinter stehe, was ich mache. Wenn ich jetzt mal ein Jahr zurückdenke, dann habe ich mich fast geschämt dafür zu sagen, dass ich als Coach unterwegs bin, weil ich dann ganz schnell in eine Schublade gesteckt wurde mit den ganzen, die sagen, sie machen da irgendwas, aber haben gar keine Ahnung, was sie da tun. Jetzt habe ich da eine ganz andere Souveränität. Jeder, der im Bereich Coaching unterwegs ist und keine Lust mehr darauf hat, sich für ein paar hundert Euro unter Wert zu verkaufen, kann ich nur empfehlen, wenn ihr bereit seid, die Energie reinzustecken, ist Everlast auf jeden Fall der richtige Partner dafür.